In Hogsmeade bin ich unterwegs. Moin, hier ist der Angelus. Es geht weiter mit Hogwarts Legacy und ich kaufe mir jetzt einen eigenen Laden für 1500. Voll der Schnapperpreis. Schnäppchen, kann man quasi dazu sagen. Und mal gucken, was es mit dem Laden so auf sich hat. Es wird schon wieder dunkel in Hogsmeade. Also kaufen wir den Laden nochmal schnell, bevor sie sich das hier nochmal anders überlegt. Aber sie möchte den Laden ja unbedingt loswerden. Leute, willkommen zurück zum Let's Play hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Und auch danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Und jetzt machen wir weiter mit Folge 63. Vielleicht habt ihr heute auch wieder Spaß beim Zusehen. Und vielleicht wird es auch ein bisschen unterhaltsam. Mal gucken, was passiert. Madame Mason, wegen des Ladens... Ja? Ich habe mich entschieden und möchte den Laden kaufen. Richtig. Ich bin wirklich beeindruckt. Für ihr Alter sind sie erstaunlich geschäftstüchtig. Ja, das stimmt wohl. Und mutig. Sie werden es nicht bereuen. Geben Sie mir das Geld und ich bringe den Papierkram sofort auf den Weg. Das ist aber cool. Ich bin nicht sicher. Doch, hier, gern. Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wunderbar. Soll ich direkt zum Laden gehen? Bitte doch. Oh, eine Sache noch. Seit dem Tod meines Mannes konnte ich mich nicht überwinden, einige seiner persönlichen Dinge abzuholen. Sie sind in einer Truhe hinten im Laden. Penny hat den Schlüssel. Wenn Sie sich nun dort einrichten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vor der Eröffnung einer alten Witwe beistehen und sie mir bringen könnten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrem Vorhaben. Penny wird Sie dort treffen. Viel Glück bei dem Vorhaben, da reinzugehen, durch den Laden durchzugehen und hinten die Kiste zu öffnen, um dir was rauszuholen. Dabei wünscht sie mir viel Glück. Was ist da drin? Habt ihr da was eingesperrt? Katze! Kann man Katzen eigentlich verzaubern? Mit Zauberdings hier. Upsi. Nee. Sie ist immer noch eine Katze. Ist kein Trinkkelch geworden oder so. Wo ist Penny? Penny! Penny! Da ist Penny. Es ist soweit, Penny. Der Laden gehört mir. Oh, Penny freut sich sehr. Penny hatte gehofft, dass Sie den Laden erwerben würden. Ich bin froh, dass du mir hilfst. Du liebe Güte, Sie sind zu freundlich. Penny wird alles tun, um den Laden zum Erfolg zu führen. Es gibt viel zu tun. Der letzte Mieter ist überstürzt aufgebrochen. Also sind eine Reinigung und Reparaturen nötig. Okay, das kriege ich hin. Ich habe jetzt schon genug. Nee, lass uns anfangen. Nun gut, gehen wir es an. Penny ist bereit. Zu zweit bringen wir diesen Laden im Handumdrehen auf Vordermann. Ja? Na dann. Ich habe Reparo-Zauber und so. Uiuiui. Uiuiui. Das sieht ja aus wie sonst chaosmäßig hier. Reparo. Es geht doch nichts über harte Arbeit. Ja, voll harte Arbeit. Einmal den Zauberstab schwingen. Penny kann schon sehen, was möglich ist. Ja. Wenn Aufräumen nur immer so schnell geht. Herr Mason wollte, dass Penny Ihnen diesen Schlüssel gibt. Er öffnet eine Truhe im Hinterzimmer des Ladens. Oh ja, das hatte sie erwähnt. Darin sind die Sachen ihres verstorbenen Ehemanns. Penny fragt sich, ob sie die Truhe öffnen sollten. Hältst du schon wieder die Luft an? Penny muss wieder an die Arbeit. Es ist also keine gute Idee, die Truhe zu öffnen. Penny sagt, lieber nicht öffnen. Haben sie hier Wahrsagerzeugs verkauft? Ist das ein Vampir-Dings? Nee, aber auf jeden Fall hier so Handlesen und sowas. Nicht, dass hier früher so ein okkulter Laden drin war oder so. Da ist die Kiste. Revelio. Was anderes sehe ich aber auch gar nicht. Auch keine Buchseiten oder sowas. Das ist doch auch hier eigentlich alles ein bisschen okkult. Und da unten das Haus. Die Kiste kann ich öffnen. Hallo? Das ist ein Gang?
Klar, einfach sofort reingehen. Wieder so eine magische Kiste. Und wir gehen natürlich sofort rein, ohne mal irgendwie zu fragen oder zu rufen, ob jemand vielleicht da unten ist. Gehört das jetzt auch uns? Haben wir das zusammen mit dem Laden erworben? Darf ich das behalten? Oh, die Leiter ist weg. Hallo? Okay. Geräumig. Erkunde, was darunter liegt. Lumos. Das brennt in den Augen. Ganz schön hell. Es flüstert. Wie viel Zeug hier noch rumsteht. Revelio. Wieso sieht das Zaubern hier voll krass aus? Guck mal, wie das... Die Animation und das Leuchten ist noch nie so heftig wie jetzt hier unten. Deswegen war das Lumos auch eben gerade so hell. Okay. Aber irgendwie geile Lichteffekte. Da ist noch eine Kiste. Wer poltert da? Seltsam. Warum sollte hier jemand einen einzelnen Hut aufbewahren? Es ist ein Hut in Elfengröße. Hä? Warte mal, die stand doch nicht eben so da, die Statue. Nicht gerade besonders gastfreundlich. Die Statue bewegen sich. Oh, wie schön. Jemand zum Spielen. Wohl eher der gerissene Typ. Das wird ein Riesenspaß. Zumindest für mich. Aha. Das ist ja fast wie in dem Haus von Resident Evil 8 mit den ganzen Puppen. Die sich dann auch bewegt haben und einen verfolgt haben. Okay, die Tür ist zu. Deswegen haben die alle aufgegeben. Hier spukt es. Revelio. Okay, wie komme ich die wieder raus? Es sind keine Türen mehr da. Sind wirklich Lumos. Gar keine Türen mehr da. Das ist neu. Was? Na dann mal weiter. Die Tür ist da. Was zum... Wer ist da? Die Türen sind zu. Kann man die auch machen? Nee. Da ist irgendwas da hinten hingeflogen. Ist auf jeden Fall ein Geist. Ich weiß, ob das vielleicht der verstorbene Ehemann von der Dame war. Deswegen sind die alle so fluchtartig aufgebrochen, die Leute, die vorher hier kaufen wollten. Okay, die werden sich hier wieder bewegen, ne? Was ich finde, ich einfach wegschieße. Dann können sie mich von hinten nicht anpacken. Die Lichteffekte sehen hier drin viel krasser aus. Okay, jetzt. Revelio. Wo jetzt lang? Ein Kerker. Aber cool gemacht, atmosphärisch auf jeden Fall da. Das ist so eine... Das ist die Puppe aus 7. Nee, die von Saw. Nicht aus 7. Wie komme ich auf 7? Ich meine Saw eigentlich. Willst du ein Spiel spielen? Es ist dunkel. Fledermäuse. Ja. Toll. Toll, ja. Aufpassen, dass sie nicht in den Haaren verfangen. Fledermäuse habe ich jetzt nichts gegen. Die sind nicht gefährlich. Alter, was ist denn hier los? Wo sind wir? Voll groß.
Okay, Bilder bewegen sich ein bisschen. Möbel fliegen rum. Spinnen? Hm. Gibt's hier auch? Scheint, als sollte ich dort etwas aufhängen. Wo? Wo hängen wir was auf? Hier? Ist ein Loch. Oder hier? Da! Der greift dann vielleicht was. Diese Laternen müssen ja irgendwo hingehören. Laternen? Ah, hier, so, da hängt eine Laterne. Also müssen wir die andere Laterne da hinten hängen. Wo ist denn die andere Laterne? Ich sehe Möbel. Die da. Vielleicht sollen die Laternen an den Händen hängen. Accio! Wingardium Leviosa! Greif zu! Greif sie! Ja. Ah, jetzt ist da auch das Licht. War nicht erleuchtend! Fastidio. Vielleicht überleben sie etwas länger als die anderen. Überleben? Ich glaube. Ich glaube, du bist schon lange tot, Alter. Nice. Kreative Quest bisher. Gefällt mir. Ich sehe nichts. Darf ich Licht anmachen? Lumos. Oh. Sie geht aber sofort auf die Tür. Die Bilder bewegen sich ja auch ein bisschen anders drin, finde ich. Okay, aber hier die Tür ist schon offen. Sie sind so schnell, so weit gekommen. Gut. Sie sind vielleicht genau die Person, die ich gesucht habe. Ich hoffe, Ihnen gefällt mein Spielplatz. Erzählen Sie ruhig allen davon, sofern Sie es hier herausschaffen. Versuchen Sie es. Wenn Sie das Ende erreichen, treffen wir vielleicht eine Art Abmachung. Ich will doch auch, dass Ihr Laden Erfolg hat. Aha. Wie war der Spruch? Alles hat zwei Seiten. Alles hat zwei Seiten. Leider bestimme ich hier beide Seiten. Au! Oh. Und Sie werden wohl bald bewältigen müssen. Da geht die Tür auf. Okay. Darf ich mir eine Seite aussuchen? Da scheint Spinnen zu sein hier. Da gehen vielleicht nicht viele Leute rum. Oder muss ich beide? Erkunde, was darunter liegt. Immer noch erkunden. Mega-Power-Trank. Also wenn er mir Angst machen will, muss er schon ein bisschen früher aufstehen, weil wir haben im Hogwarts auch einen Poltergeist, der die ganze Zeit rumnervt. Also sind wir gewohnt. Ich gehe hier lang. Gewächshaus. Ich liebe diesen blühenden Ort. Sie nicht? Ja, war cool. Mega. Aber Blattwerk überlebt nicht lange in der Dunkelheit, wie die meisten Organismen. Okay, ich brauche wieder zwei Laternen. Das ist nur eine Kerze, kann man nicht mitnehmen, ne? Ach hier. Ob ich die Laternen platzieren muss, um die Türen zu öffnen? Mhm. Da ist eine Katze, aber ich muss die Laternen auch erstmal wieder finden. Katze bewegt sich nicht, hat Augen zu. Hey, pass mal auf hier mit dem Schmutz, wollte ich gerade sagen. Hier haben wir eine Laterne. Aber hier kann ich die auch noch hinhängen. Jetzt hängt die halt da, aber dann geht die Tür nicht auf. Oder? Weil hier sind so viele Hände. Noch eine Tür? Okay. Ein Schachspiel? Und ich kann
Also muss ich da hin und kann ich nicht die Laterne wieder mitnehmen und dann hinten hinhängen? Ach hier. Okay. Radium Leviosa. Aber, hä? Warte mal. Die Tür ist aber weg. Die Tür, die hier war. Ich komme da nicht wieder zurück. Hier war ja eigentlich eine Tür, wo ich hergekommen bin. Okay, dann muss ich wohl doch da jetzt lang gehen. Zu dem Schachspiel. Ich kann doch kein Schach spielen. Ich bin da nicht fähig für. Was ist das? Ein Spiel im Spiel? Oh, 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 springe auf H3. Mhm. Zitterritter. Okay, hier sind Felder, die sind kaputt. Vielleicht sollte ich mich da fernhalten von? Das sind auf jeden Fall alles Felder, die angegriffen werden können. Wenn ich mich hier hinstelle, kann mich der Bauer über die Schräge angreifen. Genau hier auch. Wenn ich mich aber hier hinstelle... Oder kann ich einfach durchlaufen? Muss ich Schach spielen? Confringo. Ich renne mal durch, mal gucken, was passiert. Das war nicht allzu schwer. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin einfach rübergelaufen. Revelio. Ah, lol. Habe ich zufällig den richtigen Weg gefunden? Ich bin einfach blind rübergelaufen. Yay. Mann, habe ich Glück. Ach, herrje. Ich hoffe, Sie haben auch so viel Spaß wie ich. Ja, mega. Ist voll geil. Ich glaube, ich behalte Sie noch eine Weile hier. Glaubst du? Glaube ich aber weniger, ey. Dankeschön. Jetzt bin ich auf der anderen Seite von der anderen Lampe da, ne? Ja. Jetzt muss hier wieder eine hin. Oder ich ziehe wieder die Lampe rüber von da und hänge die dann erstmal hier hin, damit ich weiterkomme. Accio! Wingardium Leviosa! Darüber latschen. Hier ist keine Tür mehr. Aber hier schönes Bild. Hier ist noch eine Laterne. Vielleicht ist die Laterne dann für die Haupttür vorne. Ja, das ist, müsste die sein. Und jetzt brauche ich noch eine auf der anderen Seite, hier. Da wird es dann wahrscheinlich dann hier reingehen. Okay. Ah, noch mehr von diesen Puppen. Den Dingern vertraue ich ja nicht, ne? Den vertraue ich halt überhaupt nicht. Den mache ich lieber weg. Guck mich nicht an. So. Alter, das sind aber auch böse Familienfotos. Hä? Okay, wie komme ich jetzt hier weiter? Alter! Confringo! Bombarda! Noch mehr? Ha. Sagt euch nicht, trau den nicht. Was ist das denn? Es ist Inception. Da lang? Nee. Oh, ich habe Angst im Dunkeln. Na, dann macht doch das Licht an. Beunruhigt es Sie, dass ich Sie sehen kann, aber Sie mich nicht? Nein, beunruhigt mich nicht. Das sollte es. Lass mich arbeiten. So, hier können wir wieder raus. Guck mal, da hinten kann man auch eine Lampe reinklemmen und da auch. Vielleicht komme ich da auch noch hin, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ich würde Ihnen ja einen Platz anbieten, aber ich räume gerade um. Ach, wirklich? Merke ich gar nicht. Und wir wollen ja auch nicht, dass Sie es sich hier zu gemütlich machen, nicht? Aber ja. Hör auf, mit Sachen auf mich zu schmeißen, ey. Ich rufe die Geisterjäger. Dann hast du nichts mehr zu lachen.
Lampe. Accio! Wingardium Leviosa! Gehen wir hier rein. Was ist jetzt passiert? War das nicht richtig? Oder hat jetzt, ist jetzt hier noch eine Tür aufgegangen? Ja. Hä? Bin gestolpert gerade. Kriege ich die Lampe nicht wieder? Ich brauche noch eine für hier. Guardium Leviosa. Hat sie. Musst du fester ziehen. Hey, mach die Tür auf. Gibt es hier noch irgendwo eine Lampe, die ich noch nutzen kann? Eine zweite vielleicht? Wenn ich von hier aus die noch rüberziehe, geht das? Accio! Guardium Leviosa! Und die dann hier reinpacke? Ich habe gerade eine Tür gehört, da ist wieder irgendwas aufgegangen. Ja, genau die da, wo ich auch durch muss. Genial! Was ist das denn jetzt hier? Ah, würdige Konkurrenz, wie schön für mich. Gegner. Aua. Alter. Hindo. Super. Bombarda. Super. Ich brenne. Oh. Super. Hinter mir noch einer gewesen, ja. Das sind so viele, ne? Okay, nächste Tür. Cool. Ich schieb die Tür vor mir her. Irgendwann geht's ja auf. Bleib jetzt. Ich sehe nichts. Bin ich durchgegangen? Hallo? Lumos. Die Tür ist weg. Guck mal, die Kratzspuren auf dem Fußboden hier. Muss ich da lang oder komme ich da her? Das ist die einzige Tür, die noch offen ist. Ah. Die sind wieder weg. Geil, Handschuhe. Aber auch kein weiterer Weg. Lumos. Okay, der Raum ist. Der Gang ist schon wieder anders. Das ist voll gut gemacht. Ein bisschen spannend ist es auch. Das ist die zweite jetzt für hier. Wingardium Leviosa. Genau, für die Spinnentür hier. Das Licht brennt auch. Jetzt geht es noch weiter runter. Noch mehr Türen. Käfige. Ah. Kämpfe ich jetzt gegen dich? Zauberst du? Zeit, die Einsätze zu erhöhen. Was? Ja. Keine Ahnung. Oh, soll das nur? Wolltest du wieder was noch auf mich werfen, ne? Ich kann gar nicht auf ihn zaubern. Nicht, das ist nicht automatisch. Protego! Stupor!
Das sollte sie richtig wach machen. Oh, hallo. Nun, das war spaßig, aber es gibt noch so viel zu tun. Wir sehen uns. Aha. Traust dich nicht einen ganzen Kampf gegen mich? Das muss ich auf die andere Seite. Und da auch nochmal das gleiche machen. Guck mal, da oben ist eine Spinne. Ah, siehst du? Eine Verriegelung haben wir schon gelöst. Und jetzt müssen wir hier auf der Seite das nochmal machen. Wieder mit Lampen. Sie haben den akademischen Weg eingeschlagen. Bücher werden nicht reichen, um mich zu schlagen. Okay, ich muss wieder zwei Lampen finden. Den kenne ich nicht. Wow. Das ist voll wie so eine Vergnügungspark-Attraktion gemacht, das Ganze. Betreten Sie das Haus des Chaos. Betrachten Sie die Dinge doch mal aus einer anderen Perspektive. Ja, durch. Wie kann ich denn hier den Raum drehen? Das wäre mal was. Oder kann ich hier schon irgendwo eine Lampe ziehen? Andere Perspektive. Wir stehen halt auf dem Kopf. Erkunde die Bibliothek. Hier muss ich bestimmt irgendwas ziehen. Flipendo. Ich kann mich ja leider nicht umdrehen. Aber ich sehe keine Lampe. Auch nicht oben, jetzt an der Decke. Die ich jetzt hier vielleicht schon ziehen könnte. Irgendwo gegenschießen, dass was passiert? Einzige Lichtquelle ist der Kronleuchter. Durch die Tür komme ich auch nicht. Ah, guck mal, hier kann man nicht runtergehen. Dann gehe ich doch jetzt hier rein und bin jetzt hier in der anderen Perspektive auf jeden Fall drin. Komme ich auch nicht durch. Da sehe ich aber die Lampe von hier. Accio. Wingardium Leviosa. Hey, hey. Lampe hängt fest. Das macht so viel Spaß, da schwirrt mir der Kopf. Der Raum dreht sich wieder. Okay. Jetzt brauche ich die nächste Lampe. Hier kann man hochklettern. Will ich da runter? Okay. Sie hat keine weitere Lampe, aber... Das ist auch neu. Hier war ich noch nicht. Da ist sie. Okay. Dann geht wahrscheinlich jetzt hier vorne vielleicht was auf. Nee, geht nicht. Aber ich kann sie noch irgendwo dann wieder in den Raum hier zurückbringen. Ist hier zu wieder? Ach komm. Die Lampe muss doch jetzt irgendwo hin. Haben sie wieder alles zugemacht. Hä? Wenn hier die Lampe ist zum Mitnehmen und ich sie nicht mitnehmen kann, weil alles zu ist, ist doch auch nicht normal. Ich komme hier auch gerade nicht mehr weiter. Wo ist denn der nächste Greifer für die Lampe? Wenn ich hier einfach hingehe. Hier! Habe ich gar nicht gesehen. Das jetzt dreht sich der Raum. Wie kann ich denn da durch? Ja, hier kann man durch. Dann kann ich die Lampe doch sogar mitnehmen, oder? Von hier aus? Wenn ich sie hier jetzt rausreiße.
dreht sich der Raum schon wieder. Ah, aber ich kann jetzt viel weiter. Da. Dann hängen wir die hier hin. Warum gibt es nicht häufiger solche Quests? Und dann nur für PlayStation-Nutzer. War auf anderen Plattformen wahrscheinlich nicht möglich, das umzusetzen. Nur Bücher und kein Spaß machen einen zum Faden. Deswegen sehen hier die Zaubereffekte auch viel besser aus als auf anderen Konsolen. Accio, Wingardium Leviosa. Macht voll Spaß aber. Okay, dann sind wir jetzt hier und haben die erste Lampe auf der Seite fertig. Da leuchtet das Licht. Und jetzt geht es dann auf der Seite weiter. Aber sehr cool gemacht bisher. Gut, Leute, das ist eine sehr coole Aufgabe hier, die Quest. Ob ich die Laternen platzieren muss, um die Türen zu öffnen? Nee, Sherlock, musst du nicht. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat das genauso gut gefallen wie mir heute, die Episode. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge, wenn wir hier weitermachen, die nächste Verriegelung für die große Tür öffnen. Dann vielleicht gibt es noch einen Kampf gegen den Poltergeist. Mal gucken. Leute, bis zur nächsten Episode von Hogwarts. Ciao, ciao.